Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Expedition ins Tierreich. Nein, natürlich immer noch Assassin's Creed Black Flag. Nachdem wir hier in der letzten Folge für den guten Roberts... Ja, Gott, Robert, bist du des Wahnsinns? Ganz im Gegenteil, Edward. Die hätten den Anblick dessen, was hinter diesem Tor liegt, nicht erkannt. Aber du, du bist aus härterem Holz geschnitzt. Nun... Nimm diese Truhe und trage sie hierher. Das ist so ein fauler Hund. Wir haben den ganzen Weg durch den Dschungel, haben wir persönlich hier freigeräumt. Und jetzt sollen wir noch dem die blöde Truhe hinterher tragen? Bitte was? Und ich kann es nicht aufheben. Immer wenn ich E drücke. Ich kann die Truhe nicht aufheben. Ach so, ich darf nicht gedrückt halten. Okay. So, dann folgen wir dem guten Roberts mal. Nicht ganz, wie ich es kannte. Aber das ist auch 80 Jahrtausende her. Ah, Humbug. Das ist unmöglich. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Captain. Ich gebe zu, meine neue Berufung gefällt mir sehr gut. Vielleicht amüsiert es dich, doch ich habe sogar meine eigenen Verhaltensregeln verfasst. Euer eigenes Credo, hä? Um Ordnung zu wahren, ja. Ich verbiete alles Glücksspiel, zum Beispiel. Denn es führt zu Konflikten, nicht zu Freundschaft. In der Schlacht zu fliehen ist auch verboten. Und alle Männer müssen ihre Waffen und Entermesser jederzeit sauber und einsatzbereit halten. Vernünftig. Jede Missachtung wird mit dem Tod bestraft. Da laus mich der Affe. Wunderschön, nicht wahr? Alter Schwede, das sieht total krass aus hier. Märchen oder aus den alten Liedern. Es gab einst viele Geschichten über diesen Ort. Aus ihnen wurde Hörensagen und daraus wurden Legenden. Der unvermeidbare Weg der Wahrheit zur Fiktion, bis sie schließlich vollkommen verblasst. Noch mehr Blut? Ja, diese Würfel enthalten das Blut eines längst vergangenen Volkes. Eines großen Volkes zu seiner Zeit. Ah, das sind diese Blutwürfel. Desto weniger verstehe ich. Das erwarte ich auch nicht. Alter Schwede. Das Blut in diesen Gefäßen ist für niemanden auch nur einen einzigen Real wert. Vielleicht eines Tages. Aber nicht in dieser Epoche. Da wären wir. Stell die Truhe dort ab. Ja, Meister. Zufrieden, Meister. Was ist das denn? Ach Gott, jetzt kommt gleich Indiana Jones und will sich den Kristallschädel holen. Ah ja, eine Vorsichtsmaßnahme. Einen Moment. So viel dazu. Was ist das für eine Art? Stell es dir als eine Art großes Fernrohr vor, wie Seeleute es tragen. Ein Apparat, mit dem man sehr weit sehen kann. Ist das sowas wie das, was Abstergo gebaut hat, nur umgekehrt, dass man damit in die Zukunft schauen kann? Das ist Mr. Jack Rackham. In diesem Moment irgendwo in der Welt. Nassau. Das passiert in diesem Moment? Wir sehen durch seine Augen? Ei. Ich weiß nicht, Jim. Ich habe keinerlei Ahnung, wie man ein Schiff steuert. Sowas lernt man als Frau nicht. Ach, ich kenne haufenweise Ladies, die ein Segel reffen und Anker lichten können. Und du bringst mir das Kämpfen bei? Mit dem Säbel, ja? Und auch, wie man schießt? All das und mehr. Aber du musst es wollen und daran arbeiten. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ei, Junge! Du pendelst da mit meinem Mädel an! Finger weg! Das Sex ist was! Du kannst mich mal, Rackham. Und wage es ja nicht, mich Junge zu nennen. Oh! Oh! Oh, ist das so? Ja! Ein komischer Haufen. Noch ein Versuch. Governor Woods Rogers. Ist gerade irgendwie ziemlich spannend, deswegen halte ich gerade mal die Klappe.
Eine gewagte Idee. Das muss ich mir noch gut überlegen. Ein einfacher Treuebeweis ist alles, was ihr dem Unterhaus vorschlagen müsst. Ein Eid, eine Geste und ein zeremonieller Blutstropfen aus einem ihrer Finger. Das war's. Die Minister machen vielleicht Ärger. Doch es sollte ein leichtes sein, das Oberhaus zu überzeugen. Die sind überaus erpicht auf pompöse Rituale. So ist es. Sagt, es sei ein Beweis ihrer Lehnstreue zum König gegen die aufständischen Jakobiner. Ja, das ist gut. Ah, diese Templer. Das Wichtigste dabei ist das Blut. Ihr müsst jedem Mann etwas abnehmen. Ich will bereit sein, wenn wir das Observatorium finden. Allerdings. Ja, wollen wir mal hoffen, dass die noch weit genug weg sind. Achso, das ist gar kein Kristallschädel. Hexerei und nichts anderes. Nicht doch! Jeder Mechanismus, der dem Gerät sein Licht spendet, ist ein echt leibhaftiges Ding. Uralt, ja. Aber nicht übernatürlich oder verhext. Wir werden die Herrscher der Weltmeere. Oh, diese Ambition. Alter, hat der sie nicht mehr alle? Der Kodex sagt nichts über Loyalität, junger Mann. Du hast gut mitgespielt. Doch unsere Partnerschaft ist vorbei. Du bist ein toter Mann, Robert. Ja, einen Ausgang finden. Wenn ich jetzt noch überhaupt irgendeine Ahnung hätte, in welche Richtung. Vielleicht da lang. Ich probier's mal aus. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Müsste der Gute müsste doch hier... Ja, wollte ich gerade sagen, der kommt doch hier bestimmt hoch. So, wo geht's denn jetzt weiter? Kommen wir da wieder hoch? Ich glaube nicht. Alter, wo... Ah, da drüben. Vielleicht hier drüben? Achso, nee. Ich bin, glaube ich... Ich bin gerade darüber. Und ich glaube, ich sollte einfach mal hier oben noch eine Stufe höher. Die habe ich nämlich eben total... nicht übersehen. Ja, nein, ich habe sie übersehen. Ich habe sie gar nicht gesehen. So, kommen wir jetzt. Komm hoch da. So. Tür zu. Na super. Da oben könnten wir irgendwie raus, wenn ich wüsste, wie man da hochkommt. Ich vermute hier, diese Steine sind irgendwie... Ah, da oben. Alter, wie soll man denn bitte da hochkommen? Erklärt mir das mal gerade einer. Das sieht schon nach einem Ausgang aus, ja, aber... wo komme ich denn da weiter? Muss ich vielleicht da rüber? Also vielleicht wieder zurück? Komme ich da noch höher? Kann ich da noch höher? Nee, da komme ich gar nicht hoch. Oder doch? Komme ich da oben irgendwie an die Kante? Also hier, die man da jetzt im Bild sieht? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin auch... Nee, da kommen wir im Leben nicht ran. Erklär mir doch mal... Ach, Moment, da drüben ist sogar ein Marker. Schön wäre es... ja, den hätten sie mir mal... Ja, also, wir erreichen das mal. Ja? Wo ist denn hier bitte? Wo ist denn dieser komische Marker? So, wir hangeln uns da einfach mal rum. Ich weiß nämlich nicht, wie das sonst anders gehen soll. Ah, okay. Das geht doch eigentlich ganz gut. Einmal darüber.
dann da hoch. Gott sei Dank ist unten drunter Wasser. Das ganze Obsidian hier könnte ich in Ark gebrauchen. Müsste ich mir eigentlich mal einpacken. Okay, dann geht's raus aus der Höhle, hoffentlich jetzt. Und wir sind im... irgendwo im Dschungel. Oh, ist aber cool gemacht hier. Nein, 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 nein. Ah. Das war wohl ein Ausgang, oder? Neues Missionsziel, Überleben. Ja, wie? Lauf! Lauf, Schlampe, lauf! Du kannst doch nicht hier so lang kriechen. Sonst kann der sich immer heilen. Warum kann er das denn jetzt nicht? Ja, super. Ah, da ist er noch, der Drecksack. Die Masse überstimmt den einen. Hey, du könntest mit mir segeln doch. Bei deinem hitzigen Temperament verbrennen wir uns alle noch die Finger. Doch zum Glück ist des Königs Kopfgeld für dich ausgesprochen hoch und ich werde es kassieren. Hast du je einen jamaikanischen Kerker von innen gesehen, Mann? Hast du? Mission beendet. Das Observatorium. Der Robot ist ein ganz schöner Arsch, muss ich mal sagen. Also was... Ich weiß nicht, ich lasse das jetzt einfach so stehen, weil viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich. Oh. Irgendwie... habe ich das Gefühl, uns ist das gerade nicht ganz so gut bekommen. So wie es aussieht, sind wir hier bei Abstergo in unserem... Schlafzimmer? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen sie, wenn der Hacker gefasst ist. Please run antivirus scan on your machines. Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Werden staunen, was wir aus ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Ja. Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Ich schätze, wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Wo geht's denn jetzt lang? Ah, diese Templer. Die steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen. Ich glaube hier, oder? Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Alter, haben die uns tatsächlich aus Sicherheitsgründen ins Gefängnis gesteckt? Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. So, das Bedienfeld der Kamera hacken. Dann hacken wir mal. Oh Gott, das habe ich doch schon so lange nicht mehr gemacht. Zielzahl, was...
6. Fast gut. Nee. 7. Nee, das ist zu viel. Ah, da haben wir es schon. 735. Zugriff gewährt. Test des Mikrofons. Test, Test. Zugriff auf Live-Feed. Sie müssen wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich. Aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ihrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? So, was hat der gute Mann gemeint? Wir sollen jetzt zum Serverraum laufen. Die Frage ist nur, wo geht's lang? Achso, ich krieg das wieder hier so halbwegs auf der Map dargestellt. Können wir nicht rennen? Das dauert so lange alles hier. Server. Alles klar. Hier geht es zu den... Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Ja, weil genau so auch ein Serverraum aussieht. So sieht's nicht mal bei Google aus. Leute, Leute, Leute. Und wir müssen in, unter diesen hunderten Servern... Da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Der ist immer so unfreundlich. Er kann uns auch hier... Probier es aus! Machen wir doch schon. Ach, 1029. Nee, das ist zu niedrig. Das heißt... Nee. Ah! 7377. Ich bin der pure Lacker. Schutzprotokolle werden umgangen, Verbindung erfolgreich. Zugriff auf Serverdaten. So, dann bin ich mal gespannt. Remote Hacking initiieren. Ich glaube, ich kann nichts anderes machen, also müssen wir das. Muss ich jetzt wieder sowas Komisches da lösen? Alter, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das war gerade knapp. Ich hoffe, ich brauche nur den einen. Gott sei Dank. Das wäre ja jetzt noch was gewesen, wenn ich jetzt da alle Punkte hätte voll machen müssen. Da wäre ich wahrscheinlich am Ende verzweifelt. Upstack Entertainment. Pirates of Nightmares. Internal Context Video. 5, 4, 3, 2, 1. Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regeln oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Black Bill
Wie schlecht hört sich eigentlich Pirates of Nightmares an? Und jetzt? Naja, gut, ich würde sagen, wir an der Stelle verabschiede ich mich einfach für heute von euch. Ich bin gerade total verwirrt. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed Black Flag und dann geht's hier weiter. Und ich hoffe mal, dass wir dann irgendwie hier mehr rauskriegen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.